Wir haben heute eine Fülle von Themen besprochen, auch gestern bei der Regierungsklausur, beginnend von der Finanzlage des Landes, da braucht man uns nicht schämen, da sind wir gut aufgestellt, bis hin zu Themen wie Verkehr, wo wir noch mit der Europäischen Union weitere Maßnahmen ergreifen müssen. Die Belastungsgrenze ist erreicht. Aber das Hauptthema war die Digitalisierung. Und da geht es in jene Richtung und möchte sehr deutlich sagen, dass dieser Ausbau, was Glasfaser betrifft, Breitbandausbau, mindestens gleich wichtig ist wie damals der Bau von Autobahnen. Wir alle spüren es, dass die Digitalisierung stattfindet und es ist wichtig und richtig, dass Tirol sich darauf vorbereitet bzw. da ganz aktiv mitmischt. Vor allem für mich als Mobilitätslandesrätin, die Mobilität der Zukunft ist digital. Sie wird unser Mobilitätsbedürfnis und unser Mobilitätsverhalten verändern. Da wird viel Angenehmes dabei sein, aber auch das oder andere Gewöhnungsbedürftige und vor allem muss man auch ganz fest darauf schauen, dass die eigenen Daten sicher sind. Wir möchten nicht nur weiter das Glasfaser ausbauen, wo wir hier gut am Weg sind, wo wir aber auch noch viel zu tun haben. Zurzeit bauen über 160 Gemeinden Glasfaser, schnelles Internet sozusagen, aus. Das ist die Voraussetzung, dass wir Digitalisierung umsetzen können. Und ein wesentliches Projekt ist, dass wir eine digitale Schulstrategie heute beschlossen haben. Da geht es darum, dass wir in jeder Schule Lehr- und Lernbüros zur Verfügung stellen mit den modernsten Möglichkeiten, wo den Schülerinnen und Schülern einerseits auch die Risiken erklärt werden, auf was man aufpassen muss, und dass hier der Umgang mit den modernen Kommunikationsmöglichkeiten auch funktioniert.